Liebe Christinnen und Christen, an diesem Sonntag denken wir an die Taufe des Herrn. Natürlich denken wir auch an unsere eigene Taufe, den Beginn unseres christlichen Lebens. Wir hören im Evangelium davon, dass Johannes Jesus tauft und dass dann der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus herabkam. Und eine Stimme rief: Dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir ja gerade auch noch Weihnachten gefeiert haben. Das Licht kam in die Welt. Das Licht hier auch in der Osterkerze ist das, was uns anleitet, was uns durch das Leben führt. Aber ich möchte gar nicht so sehr über die Taufe Jesu reden, sondern darüber, was eigentlich mit dieser Taufe Jesu geschehen ist. Er ging zum ersten Mal in die Öffentlichkeit, um seine Sendung wahrzunehmen, seine Botschaft hinauszutragen. Und am Anfang steht nicht irgendeine tolle Predigt, es steht auch nicht irgendein Wunder im herkömmlichen Sinne, so als würde er jemanden, der krank ist, geheilt haben oder sonstiges, sondern am Anfang steht der Auftrag, die Berufung, wenn man so will. Jetzt geht's los und jetzt geht's richtig los. Denn mit der Kraft von oben kann Jesus hinausgehen in die Welt, um Zeugnis abzulegen dafür, wofür er in die Welt gekommen ist. Wir haben Weihnachten das kleine Kind in der Krippe gefeiert. Christus erscheint in der Welt, aber vollkommen verborgen, vollkommen auch noch im Hintergrund. Jetzt aber. Taufe wird es öffentlich, bekannt. Jetzt ist die Zeit da, um wirklich zu zeigen, was Gottes Kraft ist, was er bewirkt und was Gottes Ziel mit uns Menschen ist. Interessanterweise finden wir dann bei Markus sofort im Anschluss an die Taufe Jesu Folgendes, dass er das Kernprogramm, wenn man so will, nennt, nämlich die Zeit ist erfüllt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und das ist das, was jetzt auch bei diesem Fest der Taufe Jesu im Vordergrund steht. Ab jetzt beginnt das Reich Gottes anzuwirken. Mit dem Erscheinen, mit dem öffentlichen Auftreten Jesu geht es hinaus. Da wird diese Botschaft hinausposaunt. Eine Botschaft, die wir, wie gesagt, ja auch schon Weihnachten gefeiert haben. Denn es ist die Botschaft der unverbrüchlichen Liebe zwischen Gott und den Menschen und, so wie es Jesus sagt, auch unter den Menschen. Weihnachten hört somit nicht auf. Das Fest der Liebe hört nicht auf, sondern in der Taufe wird es jetzt allen erst richtig bewusst gemacht. Und Jesus sagt, ihr müsst bereit sein, für diese Liebe, für diese Botschaft der Liebe alles zu geben. Nicht nur ein bisschen. Es reicht nicht aus, ein kleines Präsent zu Weihnachten oder ein größeres, sondern die ganze Existenz will mit hineingenommen werden. Deshalb auch bei der Taufe das Wort Gottes, dieser ist mein geliebter Sohn. Er gibt sich ganz hin. Und so ist auch der Auftrag an uns. Für den Mitmenschen, für Gott, alles stehen und liegen zu lassen und ihm zu folgen. Das ist die Botschaft, die mit der Taufe Jesu verbunden ist. Unsere Taufe ist damit natürlich verbunden, aber das Wichtigste ist, jetzt geht's los, jetzt folgen wir Christus und ab jetzt wird alles offenbar werden. Ihnen eine gute Zeit, eine gute Woche und Gottes Segen.